Schüsse nehmen wie. Schüsse verteilt die Vision. Können ja überall weg sein. Hat sich da nochmal ein Schuss gelöst? Hey du? Was hat die gesucht? Einen schwarzen Jugular? Fulltan hieß es. Mach das vor. Da ist sowas. Ne, das ist der Jugular. Hat dir gerade irgendjemand im Paletto noch einen Schuss vernommen? Ja, Z4. Ein Schuss habe ich auch wahrgenommen Richtung Bitte so. Ja, war aber eher Richtung Henhaus und dann haben wir hier einen Jugular, der aus der Richtung kam. Nee, Henhaus kann es nicht gewesen sein, wir waren genau bei dem Schuss an Henhaus und es kam von links, also Richtung Bitte so. Der ist noch nicht angemeldet. Ja, der grüne Jugular, den wir verfolgen, der ist noch nicht angemeldet. Wir würden ihn mal rausziehen, aber nicht unter 2010. Die 1090 würde Parkhaus. Kategorie. Mein Schließfächer jetzt erflüchtet auch tatsächlich. Er setzt gleich draußen, und zwar genau jetzt ist er draußen, fährt aber in die Gegenfahrbahn. Ja, vorsichtig. Wir haben ihn wieder. Mit auf der Brücke, sind jetzt gleich am Grenzgebiet. Jakobsbreak, Pit mal über freigeben durch HP24 im Gegenverkehr in Highway. Was? Eine Geisel. Wir haben eine Geisel. Ah, jetzt haben sie eine Geisel auf einmal. Ja, Kopfbreak bestätigt, wurde aus dem Auto geschrieben, dass sie eine Geisel haben. Vier Personen. Galaxie noch am Funk. Leitstelle im Funk. Oh, das war. Leitstelle war ein mein PC. Gott. Deswegen frag ich. Ja, okay. Kopfbreak wird gerade von der SS-Mitsch gibt. Ja, check, dann würde ich sagen, der Funkwechsel einmal Richtung LS. Also ich hab's von jedem erwartet, aber nicht von dir. Schwer ab 10,55, 2010 unbedingt an. Ich will das nicht mehr! Was ist das denn die letzten Tage? Ich will das nicht, aua, ich hab Schmerzen. Ich bin aus der Fressscheibe. Ich hab aus der Fressscheibe geflogen. Das hast du aber auch mehr als verdient. Ja. Ja. An Holy Beeper Gendorf, da ist einer voll Leute reinkassiert. Scheiße. Die Täter sind immer noch vor Ort. Ja, alle. Und ich bin. Los, nimm die Hände hoch! Nimm die Hände hoch auf die Funken! Nimm beide die Hände hoch! Ich töte euch! Nimm die Hände hoch! Help, help! Beide help. Raus! Beide aus dem Auto stecken! Komm raus da! Okay, beruhig dich später! Dann raus, Mann! Ich bin Adrenalin voll! Nimm die Hände hoch! Hände hoch! Ich nehme mein Funkgerät ab, ich schmeiß es auf den Boden, ich trete drauf! Alter, beruhig dich! Mein Handy auch, komm her! Er tritt drauf! Noch auf hier! Aua! Doch! So. Funkgerät, einmal Batterien raus, so Taser weg, so. Affe, wie sollen die wegkommen? So. Mach dein Auto. Und mach dein Auto an, ist es an? Was? Was willst du damit? Das ist Totalschaden. Jetzt sind total mit 200 Sachen gegenseitig rein. Im Auto. Was war das? Wir haben verkackt, wir haben verkackt. Ja, die Idee, die kam gerade ein bisschen spät. Geisel, Gaume, komm raus, die verpiss dich. Was? Ach ja, wirklich eine Geisel. Ich dachte, das wäre fake. Ja, natürlich haben wir eine Geisel. Steig ein. Okay. Steig ein. Ja, Hilfe. Scheiß auf die Geisel, komm, wir müssen Kuchen. Links mitnehmen hier. Wir drohen dir jetzt. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Nein, verpiss dich! Wir drohen jetzt. Ich hab's nicht. Aua. Mick. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das hätte jetzt getan, wäre ich weggefahren. Was jetzt? Habt ihr's jetzt mal? Wisst ihr, was ihr wollt? Dann bleibe ich hier. Klar, steig ein. Steig doch. Was denn nun? Steig warum aus. Denn? Scheiße! Wir warten noch hier, bis du abgeholt hast. Hey, ich hab's nur hier! Wir müssen doch kurz warten. Ja, ich laufe ihm entgegen. Das ist fast so schlimm, wie eine Ding in Suida am 24.7 hochgenommen wurde. Warte kurz, Klaus steckt nochmal aus. Boah, weißt du, wie ich heiße? Wer bist du? Was soll ich? Nimm die Hände runter und steig wieder ein, okay? Wer hält mich davon ab, jetzt wegzurennen? Nimm jetzt. Ich hab ne Waffe. Jetzt bitte fahren. Die ist weg. Nein, wir müssen ihn beschützen. Nein, die ist weg. Können wir vorher noch die SA-80 abholen? Die ist weg. Ich lasse alles nicht weg. Die ist nicht tot. Ich wollte das nicht. Boah, ich hab Bauch geschultert. Wo bist du? Ja, Kollege mit dem Flips auf dem Kopf ist tot. Den könnt ihr vergessen. Also. Ich hab nicht Blut überall. Entweder ihr verkauft ihn oder nehmt ihn mit und lasst mich hier. Müsst ihr euch jetzt überlegen. Wir haben eine Abholung. Ja, komm rein, komm rein. Da, komm rein. Ich will nur noch Klaus loswerden.
Wieso loswerden? Lappen, warum habt ihr mich da gelassen? Das ist jetzt unsere Geisel. Was denn nun? Loswerden oder Geisel? Müsst ihr schon entscheiden. Geisel. Hat irgendwer anders eben den einen Schuss abgegeben oder wart ihr das? Wir haben keinen Schuss abgegeben. Ich schwöre. Ich hab euch nur deswegen verfolgt, weil ein Schuss war. Ich schwören könnt, das wart ihr. So, beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Ist Klaus dabei? Er links vor mir sitzt. Er sieht aus, als würde er gerade einen Aufsatz schreiben. So artig, wie er da sitzt. Die mit einer Waffe auf ihn. Okay. Warum denn? Was hab ich denn getan? Ich hab eine Waffe in deinem Gesicht. Ja, und jetzt? Wen soll das interessieren? Ist doch keiner hier, den ich hört. Was soll ich denn machen, nur weil du mir eine Waffe ins Gesicht hältst? Soll ich aufspringen oder was? Häuser nehmen wollen. Was? Wir sind der Kiez. Wir sind der Kiez. Potze. Ein Stück Scheiße, keine Fresse. Ich heiße Hans, das da hinten ist Frank und neben mir sitzt Can. Ja, ich bin Can. Dein Affe, du. Was sagt man auf Türkisch? Duslan. Versuch mal die anderen. Einer von euch versucht jetzt mal kurz die anderen in den Gebäude anzurufen und fragen, was wir jetzt machen. Nein, einer mein Auto, alles gut. Ey, mach du es, ich bedrohe ihn. Ey, ich hab ach, schon viel erlebt, aber das ihr toppt gerade alles wirklich. Hallo, du musst es ernst nehmen. Wir sind Profis. Ich kann das nicht. Dieser eine, wo ich und Ham Hobbs genommen worden hab, 24-7 am Würfelpack, das war schon maximal verpeilt. Aber das hier toppt wirklich alles. Was soll das denn jetzt heißen? Die haben mir das Handy nie abgenommen. Ich hätte die raustasern können während der Fahrt. Sie haben nichts in Geschiss gekriegt. Was? Wer heißt nicht da hinten? Da heißt Dominik. Ach, Dominik. Wer heißt da hinten? Aha, wer denn? Fox von der Grove? Da heißt... Gib dein Handy, wo ist dein Handy? Was für ein Handy denn? Ich hab noch ein Handy. Nee, ich hab gesagt, die einfach im Würfelpack. Ich hab keine Ahnung, was mit meinen Sachen ist. Ach so, klar. Ich geh einfach mal raus, ich hab nichts mehr. Fertig. Ach so. Es war so viel durcheinander, alle haben durcheinander. Ich rede von denen, die immer hier am Würfelpack hochgenommen haben. Ich hab mir gar nichts abgenommen. Okay, ich bin ruhig. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Hey, ja, hier ist alles so verwirrt. Wir haben Klaus als Geist. Einer tankt jetzt hier. Dicke Verfolgung. Okay, keiner tankt jetzt hier. Nein, steig ein! Du hast den Diesel! Der Jugend hat Diesel! Boah, stell dir mal vor, ich hätte jetzt einfach Diesel in euren Tank reingeschmissen, aber ja schon. Dann wenn ich mehr jetzt hätte ich den wieder ausgesaugt, Schwanz. Mach das Auto aus! Warum denn? Bist du in der Werkstatt eingestempelt, hä? Nee, aber einen Gartenschlauch in den Tankkuli kann ich auch rein. Wo willst du jetzt den Gartenschlauch hernehmen? Ja, hab ich Kofferraum. Ja, vielleicht haben wir einen dabei. Wir sind vorbereitet, glaube ich, den Moment, Profis. Ich muss kurz tanken, ja? Wir sind nämlich der Kiez. Moment, bitte, ich muss bitte. Ja, wir haben verschlafen, deswegen heute. Bitte Abstand halten. Habt ihr auch die Kennzeichen abgeklebt, ja? Kopf reden nebenbei. Ja, ist abgeklebt. Achso. Willst du eine Leberkiss-Sammer haben? Ja. Will ich haben? Eine Leberkiss-Sammer? Nee. Ja, doch, nehme ich. Mahlzeit. Hallo, wir kriegen eine Leberkiss-Sammer, bitte. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne Leberkässemmel. Schnell, ich knapp! Schnell, das ist eine Geisel! Hallo, ich bin eine Geisel! Hol jetzt eine Leberkässemmel, schnell! Ja, eine alte Frau ist kein D-Zug. Egal! Hä? Verdammt, ich hatte eine Idee, aber die ist. Okay, ja. Ich dachte, er geht wieder runter. Ich muss ja zeigen, dass ich eine Geisel bin. Das ist dein einziges Problem? Alter, mach hin, oder? Wer bekommt das jetzt? Ich, hallo hier! Der mit der hinter mir. Ja, okay, ich bin auch. Oh, ist da was Interessantes im Kofferraum? Weiß ich nicht. Können Sie gucken, ob da Gartenschlauch drin ist? Das geht. So, es geht schön. Um die HP 65, Klaus, schreibst du drauf, der zahlt das später. Nee, ich zahl gar nichts, ich bin Geisel, was soll das? Klaus, du gehst mir jetzt in deinen Notizblock. Wieso? Das ist mein Notizblock! Ja. Warum? Ich hab Angst, dass du irgendwie in einen Notizblock zusteckst. Notizblatt. Ja, Mann. Ja, warte, du kriegst das Schlag. Gib jetzt her, Junge. Klaus! Au. Ja, ist ja okay. Warte, hier. Wo ist der? Oh, Mann. Hier, warte. Guck, ob er Zettel dabei hat. Wem soll ich den denn geben jetzt? Ja, hier links. Ist egal. Ich hab jetzt irgendwie zugesteckt. Ist er tot? Wer ist das denn? Ist der tot? Hallo?
Ich muss erste Hilfe leisten. Wartet halt an. Nein. Deine Kollegen können das machen. Nee, tun sie ja nicht. Siehst du? Stimmt. Sein Vorbild. Fahrt da hin. Er hat gesagt, ihr sollt erste Hilfe bei dem jetzt leisten. Dann habe ich gar nicht gesagt. Wir haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich liebe das. Bitte. Ja, holt euch halt auch eine lustige Geisel und nicht irgendwelchen Langweiler. Ich bin langweilig? Was soll das denn? Nein. Das ist voll langweilig. Die Kollegen sollen eine lustige Geisel holen. Du bist lustig. Klaus legt sich ein gutes Wort für uns ein, wenn wir nett sind. Hey, Klaus. Das wird euch hallo. Ich weiß ja nicht mal, wer ihr seid. Für wen soll ich ein gutes Wort einlegen? Warum? Wann hast du eigentlich den... Der ich mir aufgesetzt, weil er irgendwie mir auf den Kopf gehauen hat, das hat weh! Nein! Ja, hab ich ja abgesetzt, hier. Setzt du den Helm auf? Wer? Nein, ich soll ihn wieder aufsetzen. Nein. Dann nicht. Nein, wir nehmen ihm noch nichts weg, außer das Telefon und Funkgerät. Das ist schon längst. Das wurde doch schon kaputt gemacht. Also ja, das Telefon ist auch weg, warte, muss ich ausmachen. Also, das hat mir keiner gesagt! Funkgerät sind die Batterien raus. Ja, okay. Danke. Noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ich glaube, Magazin leer. Magazin leer und Taser-Ladung leer. Die Taser-Ladung leer, der geht nie leer. Ja, die Sabums, wie heißt denn das? Batterien davon. Ja, aber die gehen ja nie leer. Achso. Ja, die habe ich deswegen nicht leer rausgenommen. Mein Gott. Das ist das Gleiche. Das sind außerdem keine Batterien, das ist ein Mini-Atomreaktor. Oh, ja, dann nimm halt den. Was? Nee, wenn ich den rausnehme, dann mach's boom. Mach schnell aus. Ja, den gib mir deinen Taser. Nee, ist ja, du hast die Batterie noch rausgenommen, kannst du eh nicht mehr benutzen. So, Moment, ich packe jetzt mein Physikbuch aus. Warum hast du denn Nein! Hör auf! Aua, warum hast du mir das Buch gegen den Kopf gehauen? Das hat weh! Okay, bitte frei, hab ich gehört. Okay. Ja, dann tötet ihr. Nehmt den Helm ab. Nein, du hast mir gerade das Buch ins Gesicht gehauen und du fährst wie bescheuert! Wieso hast du verschiedene Helme dabei? Hab ich gar nicht! Ja doch, das war ein anderer Fall. Ich hab keinen Helm auf. Willst du überhaupt gerettet werden? Also ich ja, will ich! Ich warte, dass ich was tut! Ich versuch die Ablenkungstaktik! Der hat gerade was vorgelesen in seinem Buch. Wegen. Wichser. Warum fahrt ihr denn noch hinterher? Normalerweise ist es immer pinfrei, Beschuss auf den Reifen. Und ich sitze hier immer noch. Hab das Gefühl, ihr wollt mich loswerden. Gefühl, ihr arbeitet alle zusammen. Also ich mag dich. Ich mögen dich auch. Go, Party! Ich kann das alles nicht mehr. Was ist denn mit dem so? Go, Party! Digga. Essen und trinken! Essen und was passiert hier? Sag mal, Klaus, möchtest du vielleicht die Auto, die Seiten wechseln? Go! Go! Das ist so gut. Hallo. Digga, was? Wieso schreit er nicht wieder hier so raus? Smith, wir haben übrigens nur noch Hälfte Sprit. Hallo, siehst du das? Guck nach vorne auf dein Tacho, daher weiß ich das. Ich hab dir jetzt die Augen, Alter. Aber ich hab abgeklebt, so wie der Kiste immer die Nummernschilder. Okay, reicht jetzt auch wieder. Es kann sein, Klaus, dass es gleich ungemütlich wird. Nö. Es wurde geschossen. Aber nicht von mir. Raus. Nein. Ja, von uns auch nicht. Ja, doch. Also, von uns dreien nicht. Klaus, wann wolltest du heute außer Dienst gehen? Weiß ich noch nicht. Okay. Ich schreib schon nebenbei Akte. Ja, hat nichts zu tun! Ich wusste es. Schon die Zeugaussage. Klaus? Ja? Setz dir deinen Helm auf. Warum? Setz dir deinen Helm auf und deine Weste an. Ist das eine Schepperei oder was? Setz dir deinen Helm auf und zieh dir die Weste an. Ja. Ich fahr gleich mit 30 beim BCSO vorbei, du trittst Klaus aus dem Auto. Oh nö! Doch. Doch. Kann ich mir mal eine dickere Jacke anziehen? Ja. Mach doch. Und tschüss, Klaus. Gute Besserung. Au! Was mit dir? Oh, Arschreck, aua.